Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer zurück in Humankind und wir richten heute erneut den Blick auf unsere wunderschöne Stadt Memphis hier oben an der Klippe hinter den Bergen. Und wir sehen jetzt hier, wo kürzlich die Pyramide gebaut wurde, hier mitten zwischen den Bergen an einem Fluss entlang liegend, mit schönen Statuen nebenan, einem Obelisken. Also richtig, richtig klasse. Und wir sehen ganz links an der Karte, wo aktuell unsere Bauernhöfe, unser Bauernviertel hingebaut wird, sodass wir hier auch mehr Nahrung für unsere wachsende Bevölkerung bereitstellen können. Also es sieht wirklich fantastisch aus. So, wir haben einiges zu tun. Zum einen haben wir erstmal ein Ereignis hier. Und zwar die Propagandamaschine. Berichte von euren Militärkommandanten in Verbindung mit entsetzlichen Erzählungen vom Schlachtfeld bestätigen, dass eure Truppen einen großen Sieg gegen die Ägypter erringen konnten. Gegen die Ägypter? Ist das ein Übersetzungs- oder ein Logikfehler? Das muss ja eigentlich die Assyrer sein, ne? Gegen die haben wir nämlich tatsächlich ein paar kleine Schlachten geschlagen, siegreich. Ärgerlich ist jedoch, dass Neuigkeiten aus anderen Teilen des Reiches ein vollkommen anderes Bild zeichnen. Scheinbar kursieren Geschichten darüber, dass eure Truppen bezwungen wurden und die Ägypter siegreich waren. Das muss jetzt eigentlich die Assyrer gemeint sein. Der Feind nutzt offensichtlich seinen außergewöhnlichen Ruhm, um die Geschichte neu zu schreiben. Wie werdet ihr gegen diese üble Propaganda vorgehen? So, wir könnten einfach das akzeptieren. Möge die Geschichte neu geschrieben werden, zu mehr als leichten Unruhen in der Hauptstadt wird es nicht führen. Wir können es anzweifeln. Eine Kampagne mit Gegenpropaganda wird kostspielig sein. Minus 50 Gold. Aber eure Bürger sollten die Wahrheit erfahren und diesen Sieg feiern. Wir können es dokumentieren. Also wir werden das Schlachtfeld aufsuchen, Beweise für unseren Sieg sammeln und sie in der Hauptstadt präsentieren, damit alle davon erfahren können. Also akzeptieren möchte ich ja eigentlich überhaupt nicht, denn unsere Siege, auch wenn sie manchmal ein bisschen kostspielig waren, die waren sehr eindeutig. Der Feind hat, glaube ich, 3 oder 4 Speereinheiten jetzt inzwischen verloren und wir gar keine. Also haben wir die Assyrer, um die es ja hier eigentlich geht, doch wirklich signifikant meiner Meinung nach geschwächt. Also da sehe ich hier das Ding eigentlich nicht passieren. Der Stabilitätshit, den würden wir wohl vertragen für 10 Runden. Wir würden ein bisschen auf der Geopolitikachse in Richtung Welt steuern, aber nee, das sehe ich jetzt nicht als logisch an. Eine Gegenpropaganda, klar, das wäre relativ teuer. Da würden wir auf der Ideologieleiste so ein bisschen uns in Richtung Freiheit verschieben. Da würden wir 10 Runden mehr Stabilität bekommen. Halte ich auch für schwierig. Ich würde sagen, wir dokumentieren das. Dann werden wir allerdings wieder ein bisschen in die Mitte rücken. Unser Glaube wird abnehmen, aber wir bekommen wieder erhöhte Stabilität in unseren Städten. Das ist jetzt so ein Nebeneffekt davon. Aber wir würden auch Lernen bekommen auf der Stadt Memphis. Plus 20 Wissenschaft. Oh mein Gott, die Technologie wird angetrieben. Von Schulen über Kaffeehäuser bis hin zu öffentlichen Plätzen. Überall in der Stadt blühen Kreativität, Wissbegierigkeit und wissenschaftliche Diskurse auf. Oh mein Gott. Ja, das ist doch die beste Variante, finde ich, dass wir das dokumentieren, dass wir Beweise für den Sieg sammeln und sie in der Hauptstadt präsentieren, damit alle davon erfahren können. Das ist doch eine kluger Umgang mit dem Thema, würde ich sagen. Bestätigen. Das heißt, wir haben, ja, ich weiß es auch nicht, wir haben jetzt mehr oder weniger direkt die Forschung fertig und kriegen jetzt hier richtig, richtig viel Wissenschaft. Ich würde sogar mal überlegen, ob es eine Zeit lang Sinn macht, das noch zu erhöhen mit der zweiten Bevölkerung hier oben rein, der zweiten Popstufe. Aber das ändert ja nichts daran und wir würden in 2 Runden Bevölkerung verlieren. Das wäre wiederum sehr schlecht. Also wir werden in einer Runde den Kalender jetzt abschließen. Schneller geht es ja nun mal nicht. Ob ich da jetzt noch mehr Wissenschaftspunkte reingebe oder nicht, ist eigentlich jetzt unerheblich. Gut, dann haben wir das gemacht. So, dann können wir noch in Situla was machen. Und zwar 19 Einfluss für den Pferdehof ausgeben. Und zwar nicht, damit da kleine Kinder Urlaub machen können, sondern damit wir endlich mal die Pferderessource bekommen. Und damit da ein Reitlager entsteht. Das sind natürlich wieder teure Kosten hier, aber ich denke, wir müssen sie einfach mitnehmen. Das zieht uns hier 2 Nahrung ab, aber es muss sein, damit wir hier die Pferde dann entsprechend ausbeuten können. Sehr schön, wird auch direkt gemacht, da braucht man nicht warten oder so. Und dann haben wir jetzt endlich auch eine strategische Ressource, die vielleicht
sogar für andere Reiche interessant sein kann. Okay. So, die hatte ich gesagt, die pausieren, die stationieren wir erstmal dort. Genau, die hatten wir bewegt, die gehen jetzt nach Norden, um da noch einen Posten zu bauen. Und dann sind hier überall so Geysire. Und hier ist überall Schnee, mitten in dem Kontinent hier. Das ist ja abgefahren. Ja, der Kontinent scheint sehr Ost-West-achsenmäßig zu verlaufen. Und es scheint hier auch keine Verknüpfung zu den anderen Kontinenten zu geben. Also ich habe so das Gefühl, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass wir relativ wenig noch expandieren können und relativ viel nachher über die See veranstalten müssen. Also wir werden wohl technologisch... Tja, technologisch relativ schnell, vermute ich mal. Mit Fischerei, da müssen wir die Tischlerei noch bauen. Dass wir hier relativ zügig auf einen Hafen kommen. Der gibt uns ja auch wieder ein paar Goldeinnahmen. Und dann hier auf die Seefahrt. Dass wir zumindest mal die Küsten abfahren können mit so einem Pente-Contere-Schiff. Also einem Ruderschiff. Und dann kann man irgendwann in der nächsten Zeitstufe kann man dann auch mit anderen besseren Schiffen, mit Handelsgalären, ja, die sind immer noch an die Küste gebunden, aber irgendwann gibt es dann Schiffe, mit denen können wir dann richtig das Meer umsegeln. Aber das ist noch ganz weit hin. Ganz, ganz weit hin. Tja. Gut. Lassen wir das. Ich denke, wir können die Runde dann abschließen. Dann haben wir zumindest hier das Bauernviertel fertig und sind schon wieder ein Stückchen vorangekommen. Sehr gut. Was kostet das eigentlich nochmal, das Angliedern? 30. Aber das wollten wir ja unbedingt tun, weil wir eine Menge Produktion auf Memphis dann drauf bekommen zusätzlich, ne? Ja, also eine zweite Stadtgründung ist irgendwie noch weit entfernt, finde ich, mit diesen 160 Punkten, bis wir die mal zusammen haben. Da gibt es einfach viel zu viele andere Dinge, die jetzt ganz wichtig werden, finde ich. Ich weiß nicht, sollten wir die Stadt jetzt schon angliedern? Spricht da irgendwas gegen? Ach so, die Stadt erhält einen Stabilitätsabzug. Aber wie groß soll der schon sein, wenn wir jetzt bei 100% sind, ne? Und wir dürfen danach auch den Tierstall bauen, weil wir jetzt ja schon die Pferderessource haben. Das ist auch sehr gut. Plus 5 Nahrung für die Ressource, die wir auch dann auf die Hauptstadt bekommen, die 5 Nahrung. Eine Nahrung auf Bauernviertel, das wir ja gerade zu Ende bauen. Und nochmal eine Nahrung für jedes angrenzende Bauernviertel. Aber das ist ganz gut. Also so ein Tierstall, den werden wir danach, glaube ich, hier bauen in Memphis. Das macht für mich Sinn. Okay. Ja. Dann. Tja, man kann... Ich denke, ich bin immer noch ein Freund davon, Situla zur Stadt auszubauen. Aber ich sehe das in den nächsten Runden natürlich noch nicht passieren. Wegen dem mangelnden Einfluss. Aber ich denke, wir werden jetzt schon mal Ebla angliedern. Ebla ist keine eigene Stadt. Also da kann man keine Stadt gründen. Das ist viel zu wenig Nahrung hier. Das hat überhaupt keinen Zweck. Das muss ein angeknüpfter Außenposten sein, meiner Meinung nach. Da ist Situla schon eine ganz andere Stadt hier am Fluss. Da können wir einfach viel, viel mehr machen. Ja, ich denke, dann knüpfen wir Ebla an Memphis an für 30. Haben wir hier wieder fleißig was ausgegeben. Was jetzt der Vorteil nämlich auch ist, ist, dass wir einen zweiten emblematischen Bezirk in Memphis bauen können. Und zwar für jede angeknüpfte Provinz oder für jedes angeknüpfte Territorium kann ich noch einen emblematischen Bezirk mehr bauen. Das heißt, diese Stabilität-Hits, die wir kriegen, die können wir locker ausgleichen. Das ist überhaupt kein Problem und wir dürfen zusätzlich sogar noch eine weitere Pyramide dann hier bauen. Die, tja, hier oben jetzt am meisten Sinn offensichtlich macht. Plus 9, plus 1, ja. Oder man, tja, alternativ, man kann natürlich auch argumentieren, dass man Situla hier noch an Memphis anknüpft, dass man hier all in geht, also dass man wirklich auf eine Stadt erstmal nur geht und hier die ganzen Orte anknüpft. Das kostet auch sehr, sehr viel Einfluss auf Dauer, den wir ausgeben müssen, aber hätte den Vorteil, weil wir jetzt ja die Grenze nach hier unten erweitern, dass wir hier
diesem Bezirk. Also wir kriegen ja so viel Boni dann von diesem Nachbarbezirk hier unten noch, wo wir jetzt ja nicht bauen können mit Memphis. Also wir können das hier unten ja nicht hinbauen, weil das Gebiet nicht angegliedert ist. Und das würde jetzt schon 80 kosten. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, hier auf 80 zu sparen, als ewig lange auf eine zweite Stadt zu warten. Weil wir müssen erstmal unseren Einfluss hochschrauben. Das machen wir ja mit dem emblematischen Bezirk auch ein klein wenig. Nein, ich denke schon, wir sollten da eine zweite Pyramide hier in dieses Tal bauen. So ein bisschen das Tal der Pyramiden, nicht das Tal der Könige. Ja, ich glaube, wir machen das. Wir sparen hier auf die 80 und dann werden wir hier Memphis Einflussgebiet noch weiter vergrößern. Das halte ich hier für ganz sinnvoll. So in Hunor, da könnte man wiederum eine eigene Stadt draus machen, finde ich. So als Grenzstadt hier. Aber da müssen wir natürlich dann plus 80, 160 plus die 80 von hier oben 240 Punkte ansparen, von jetzt 33 angesehen. Also 210 Punkte fehlen uns noch. Das wird lange dauern. Aber naja, ist eben so. Liebe Leute, wir können die Runde beenden. Runde 28. Machen wir das. Und dann wird jetzt auch direkt der Kalender erforscht. Jetzt, da die Leute sesshaft geworden sind, wollen sie den Lauf der Jahreszeiten verfolgen, um die richtige Zeit für Saat und Ernte abzupassen. Wunderbar. Wir dürfen jetzt nämlich das Kunsthandwerksviertel errichten. Das heißt also, wir können jetzt endlich, und das ist wichtig für unsere Zeitaltersterne, wir können jetzt weitere Bezirke bauen, die super schnell errichtet sind, auf Luxusressourcen. Und da wir hier insgesamt 4 Stück haben, müsste das gleich super, super schnell gehen. Ich gucke mir das sofort an. Stadtverteidigung. Ja, das ist jetzt die Frage. Brauchen wir das wirklich noch? Oder gehen wir lieber bei Tischlerei, Fischerei um die Ecke? Oder gehen wir sogar direkt schon an das Rad? Das würde auch nur 6 Runden dauern. Wartet mal. Guckt mal hier, das sind 6 Runden. Dann haben wir schon die Makabata. Das gibt uns ja viel mehr als dieser doofe Krieger mit seiner 19er Kraft. Kampfkraft würden wir hier 24 Kampfkraft haben mit einer supergeilen Einheit. Und zusätzlich schon Straßen zwischen Städten und Außenposten. Und die reduzieren die Bewegungskosten auf bis zu 1 runter. Das ist schon ganz gut für unsere ganzen Einheiten später. Ja, ich glaube, so machen wir das. Wir werden jetzt erstmal das Rad erfinden. Das liegt jetzt einfach näher. Und kommen hier offenbar bei den Landwirtschaftssternen schon relativ nah dran. Lustigerweise immer noch nicht bei den Baumeisterstern. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen forcieren. Und das werden wir jetzt auch tun in Memphis. Was will er mir hier zeigen, was ich nicht lesen kann? Luxusressourcen. Ja, ja, ich weiß, ich kann jetzt Luxusressourcen abbauen. Kostet 2 Runden und gibt uns für unseren Affinitätsbonus plus 10 Stabilität nach Abschluss. Was? Echt? Haben wir da einen Bonus? Moment mal. Moment mal. Das muss ich jetzt mal gerade gucken. Ach so, wir erhalten für alle, weil wir stolz sind, plus 10 Stabilität beim Abschluss des Baus eines Bezirks. Normalerweise kosten einige Bezirke ja immer 10, aber wir kriegen die quasi umsonst. Wir kriegen keinen Stabilitätsabzug dadurch. Boah, das, beziehungsweise, doch, wir bekommen Stabilitätsabzug tatsächlich, aber der wird ausgeglichen durch unsere Ideologie-Reichsbonus. Das ist das Ding, plus 40. Das heißt also, bei uns sind die Leute immer happy. Das ist ja grandios. Kornspeicher wäre auch noch nicht schlecht. Ist aber für die Bauernplätze ist jetzt noch nicht so wirklich relevant. Ja, da würde ich sagen, wir sollten jetzt die Kunsthandwerkviertel aber wirklich forcieren. Guck mal, hier kriegen wir sogar 2 Nahrung dafür dazu. Und wir bekommen, liebe Leute, lasst uns das machen. Wir bekommen auch ein bisschen Geld dazu. Dann haben wir hier schon 3 und hier drüben 4. Jetzt ist natürlich die Reihenfolge wichtig. Und ich würde sagen, dann stellen wir den Tierstall noch einmal zurück, oder? Machen wir das jetzt. Ich gucke mal. Also wir können erstmal für Geld das Ganze aufkaufen, dass es schneller fertig ist. Dann müssen wir keine Runde mehr warten auf das Bauernviertel. Das machen wir mal. So, dann ist das nämlich schon mal fertig. Dann haben wir hier auch schon wieder ein bisschen Nahrungsüberschuss. Das ist doch ganz gut. Aber der Tierstall dauert wirklich lange. 200 Produktionspunkte und 5 Runden. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Den stellen wir hinten an. Den stellen wir ganz nach hinten an.
Und wir errichten jetzt 8 Runden lang Kunsthandwerksviertel, damit wir ja pro Luxusressource ja jetzt 5 Industrie dazu bekommen. Das heißt, es beschleunigt sich jetzt sogar immer jede Runde. Das werden wir gleich beobachten können. Das finde ich cool. Und ich überlege gerade, wie sieht denn das aus mit, ob wir vielleicht in der Lage sind, ob wir das noch beschleunigen können. Wir haben ja wieder unsere Baumeisterfertigkeit, dann werden wir 14 Geld und 24 Wissenschaft umwandeln. Das lohnt sich jetzt noch viel mehr in Industrie. Guckt euch das mal an. Und dann geht das hier ruckzuck. Dauert jetzt statt 12 nur noch 7 Runden insgesamt. Und jede Runde wird eines dieser Dinger fertig. Boah, ist das heftig. Das ist echt eine super Fähigkeit, die wir jetzt richtig gut ausnutzen können, um hier Luxusressourcen rauszupumpen. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag quasi. So, die heilen sich noch. Plus 20 pro Runde. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ich will jetzt auch nicht voreilig vorpreschen. Und hier werden wir das machen. Wie befohlen, einen neuen Außenposten. Kostet schon wieder 40 Einfluss. Also Einflusspunkte ist jetzt wirklich so ein Flaschenhals bei uns. Aber das ist auch wichtig, damit wir hier diese Gebiete endlich mal beanspruchen. Weil wir sie brauchen werden in Zukunft. Also ganz kleines Reich wollen wir hier natürlich nicht haben. Im Gegenteil. Das kostet 80, ne? Boah. Mann, wir brauchen wirklich Einfluss, Kultureinfluss, ganz viel. Hier oben können wir uns noch eine Kuriosität herholen. Hier unten, da wollen sie, glaube ich, eine Stadt hinbauen. Da war so eine Markierung drin, ne? Nee, das ist, wenn ich selber eins bauen will. Das hatte ich weggeklickt. Aber das ist wieder eine Markierung vom Gegner. Der möchte hier eine Stadt bestimmt hinbauen. Und wisst ihr was? Da können wir ihm in die Parade fahren, wenn wir dort vor ihm einen Außenposten errichten würden. Aber ob wir das schaffen, fraglich, liebe Leute, fraglich. Denn wir müssen ja, also das kostet halt viel zu viel, ne? 100 Einfluss müssten wir ausgeben. Leute, das ist alles viel zu viel. Das geht so nicht. Ich glaube, das werden wir leider nicht verhindern können, dass der sich die hier hinbaut. Das ist echt nicht so schön. Tja. Das ist echt nicht so schön. Aber was sollen wir tun, ne? Wir können jetzt erstmal hier drüben hingehen und gucken, was in dieser Provinz noch so los ist. Aber da sehen wir ja nur Schneeberge und Geysire. Und hier könnte man natürlich auch noch eine für 50 Einfluss etwas hinbauen. Das wiederum ist ja okay, weil das hier oben an unseres bereits angrenzen tut dann, ne? Damit können wir den Weg zwar nicht komplett blockieren für den Gegner, aber wir machen es für ihn relativ teuer, da etwas zu errichten. Weil so würde er wahrscheinlich versuchen, wenn ich jetzt die KI wäre, würde ich versuchen, erst dieses Gebiet hinzuzufügen zum Reich und dann dieses Gebiet und dann die Stadt bauen. Was ja auch noch lange hin ist wahrscheinlich. Aber das können wir schon verhindern strategisch und ich glaube, das sollten wir auch tun. Das ist natürlich wieder ein neuer Einfluss, den wir ausgeben müssen, bevor wir auf eine zweite Stadt gehen können. Also ich glaube, eine zweite Stadt werden wir erst spät kriegen. Lässt sich nicht anders regeln, glaube ich. Also halte ich auch nicht für sinnvoll, das jetzt anders zu machen. Und in Hunor haben wir eine neue Bevölkerung. Sehr schön. Das heißt, die können hier jetzt auch ein bisschen besser Nahrung abbauen. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ne, die kriegen weniger auf Dauer dann, ne? Die bauen ja damit nicht mehr ab. Na gut. Beenden wir Runde 29. Ich glaube, wir können wirklich nichts mehr tun. Aber wir werden jetzt sehen, dass hier, dass wir in 2 Runden den ersten Baumeisterstern kriegen. Das ist gut. Darauf freue ich mich schon. So, hier sehen wir es nämlich. Da ist er nämlich, der Baumeisterstern. 5 von 6 Bezirken und nächste Runde mit dem nächsten kriegen wir dann das Luxusding. Ah, und jetzt kommen direkt Nachrichten rein. Offenbar haben das andere bemerkt. Einstellung geändert von den Assyrern und von den Harapanern. Jetzt bin ich gespannt. Ressource verkauft. Die Harapaner haben sich für 10 Gold Zugang zu der Farbstoffressource erkauft. Sehr gut, da haben wir schon mal 10 Gold bekommen.
Warum haben wir nur noch plus 1? Irgendwas ist hier weggegangen, irgendein Bonus oder so. So, wie sieht denn das aus? Wohlwollend sind sie jetzt. Wohlwollend? Ja, okay. Und sie sind auf Zugang zu unseren Ressourcen angewiesen. Das würde ich auch so sehen. Tja. Wir könnten vielleicht sogar umfassenden Handel in einer Runde machen. Das können wir nämlich derzeit nicht. Dann können wir von ihnen tatsächlich Kupfer erwerben. Oh, wie praktisch. Das ist richtig gut. Das machen wir nächste Runde. Und bei den Assyrern, da hätte ich jetzt auch links reinklicken können. Die sind jetzt misstrauisch. Offensichtlich. Ja. Das hat sich wohl verschlechtert bei ihnen. Dann brauche ich ihnen, glaube ich, mit anderen Vorschlägen hier nicht mehr kommen in der Zukunft. Aber das war ja absehbar, dass es hier Spannungen dauerhaft gibt. Das war ja klar. Was haben sie hier? Aha, assyrische Reiter, eine Kavallerieeinheit. Oha, und die sind ziemlich gut gegen unsere gute Einheit, die wir irgendwann mal bauen können. Oh, das ist besorgniserregend hier. Also wenn die Krieg machen, das wird für uns ganz schön heftig. Wir könnten erfragen, ob wir bei denen Quecksilber und Bleizugang bekommen. Wissenschaft pro Forscher, und das gibt 2 Wissenschaft pro Quecksilber, 2%. Lohnt sich das möglicherweise, der Handel? Das hatte ich gar nicht gesehen. Das erwerben wir für insgesamt 51, wenn wir es übers Meer handeln. Grundpreis ist 15. Und dann ist der Gesamtpreis 51. Das können wir uns ja eben leisten. Aber die Frage ist, ob wir das dann wollen. Oder ob wir lieber Quecksilber nehmen. Es gibt uns beides auf jeden Fall einen Stabilitätsbonus. Den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber den Bonus für Wissenschaft pro Forscher und pro Quecksilber ist eigentlich ganz nett. Vor allen Dingen der Forscherbonus. Ich glaube, den nehme ich mal. Holen wir uns für 51 Gold das Blei. The world comes a bit closer together, thanks to the first trade link that will bring shiny baubles and greedy vendors. So, handeln wir mit ihnen Blei. Vielleicht wird das auch die Beziehungen ein bisschen verbessern. Die Beziehung verbessert sich angeblich. Das fände ich gut. Durch unseren Handel. Na seht, das ist doch mal eine schöne Sache. Können wir mit ihnen Luxusgüter handeln? Nein, sie können nur von uns was bekommen, aber nicht wir von ihnen. Sie haben keine Luxusgüter bislang freigemacht. Okay. Gut, dann haben wir hier oben wieder ein Event. Ja, also was ähnliches. Euer Horizont erweitert sich. Eure Heere wachsen genauso schnell wie eure Ziele. Naja, das stimmt nicht ganz. Da euer Heer jetzt mehrere Regimenter umfasst, solltet ihr euch über den Charakter eurer Soldaten Gedanken machen. Also, das sehe ich jetzt noch nicht so richtig kommen. Denn wir haben ja eigentlich keine Heere. Also, wir haben ja nur Speer. Und wir haben nicht mal Einheiten, die wir bauen könnten, wenn wir wollten. Doch, ja, theoretisch könnten wir hier diese Speer nehmen. Tja, aber ansonsten haben wir ja nichts. Also das ist für mich jetzt nicht besonders wichtig, wenn ich ganz ehrlich bin. So, die schicke ich schon mal hier unten hin. Ah, jetzt laufen sie da lang. Das wollte ich nicht. Okay, dann haben sie jetzt eben Pech gehabt. Können sich nicht mehr heilen, diese Runde dadurch. Das wollte ich eigentlich anders machen. Andererseits umgehen wir dieses Regiment, ne? Ja, ist vielleicht nicht verkehrt, dass sie gar nicht zu uns hinkommen, hoffentlich. So, die wollen hier natürlich den Farbstoff, klar. Alferatz haben wir hier begründet. Die können jetzt ja auch hier mit... Ah, das kostet wieder so viel Einfluss für den Farbstoff, ne? Ach Mann, ey, der blöde Einfluss. Das ist jetzt echt das, was uns fehlt. Weil wir so expandiert sind, natürlich. Aber das ist notwendig hier. Wir können das nicht anders machen, meiner Meinung nach. Wir können jetzt hier nicht rumsitzen und warten, bis der Gegner uns alles vor der Nase wegschnappt. Das wäre echt dumm. Und hier brauchen wir 50 Einfluss. Tja,
Hier gibt es ja immerhin auch noch eine unbekannte Strategieressource, die ich mir auch gerne sichern will. Und hier den Gegner auch abblockieren will. Guck mal, hier ist auch noch eine strategische Ressource im Wasser. Wer weiß, es könnte Öl oder sowas sein. Für die spätere Zeit. Wer weiß das schon? So, wo ziehen wir denn jetzt hin? Wir haben hier fast alles entdeckt. Unsere Speereinheiten sind eigentlich jetzt fürs Aufdecken von Gebieten nicht mehr so super geeignet. Die müssten eigentlich jetzt hier durchs Feindgebiet ziehen und mal gucken. Aber ich kann ja gar nicht, ne? Oder? Darf ich das? Einfach hier reinziehen? Nein, das geht nicht. Aber in ihre Außenpostengebiete kann ich rein. Ja, dann sollten wir das vielleicht wirklich mal machen mit denen. Und die ziehen dann gleich auch irgendwo da rein. Und die hier warten, bis sie die Punkte haben. Genau, so machen wir das. Ich glaube, da wird jetzt langsam Schuh draus. Beenden wir die Runde nochmal. Runde 30 schon. Jetzt sind wir in Runde 31. Und jetzt, wie angekündigt, wir haben einen der Epochensterne freigeschaltet. Einen der Baumeistersterne, die für uns so essentiell wichtig sind. Wir werden jetzt hier also wirklich versuchen, auch noch auf den zweiten zu gehen. Das gäbe 204 Ruhmpunkte. Wir haben jetzt derzeit 176, sind damit nur auf dem vorletzten Platz. Aber ja, die KI weiß schon, was sie tut, ne? Was ganz Schönes. Okay. Aber wir haben ja noch Möglichkeiten für andere Sterne, die etwas weniger Ruhm geben. Zum Beispiel hier bei Forschung 2 von 4. Das kriegen wir sicherlich dann auch nochmal hin, wenn hier die Geschichte wieder abläuft in 5 Runden. Ja, forschungsmäßig werden wir hier ein bisschen hinterherhinken, aber das ist nicht so dramatisch, finde ich. So, was haben wir hier? Ah, okay, sie greifen uns an. Uff. Das sieht nach Niederlage aus. Ich glaube, gegen die können wir nicht gewinnen, oder? Ich meine, immerhin sind unsere Leute ein Ticken stärker. Wir probieren mal, weil wir hier auch uns ganz gut positionieren können. Und der Gegner nicht hier hoch kann, wenn ich sie hier hinstelle. Probieren wir mal, ob wir den Gegner hier abhalten können. Bin gespannt. So, sie treiben sich an gegenseitig. Er kommt und muss hier hoch angreifen. 28. Oh ja, da haben wir viel Schaden genommen. Na, er hat halt eine kampfstarke Einheit, ne? Die haben ja immer noch... Oh, 81 von 100, das überleben die hier nicht nachher. Ja, wie machen wir das? Ich werde... Uff, das ist ja kaum zu gewinnen, nicht? Guck mal, selbst die Einheit mit Erfahrungsbonus... Geht 18 gegen 23 wegen anderer Religion. Das ist echt schwer gegen die. Ist kaum zu schaffen eigentlich. Also wir bräuchten extremes Würfelglück. Ich schicke die mal hier hin. Ja, ich weiß, dass die stärker sind, aber dann stehen die da unten in der Flanke. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und angreifen kann ich sie von hier sowieso nicht. Ey, wir müssen die hier... Wir müssen leider damit leben, dass die hier wahrscheinlich uns ganz schön wegknüppeln werden. Aber es geht nicht anders. Wir müssen diesen Angriff jetzt nehmen. Wo wir schon so viel Boni haben, müssen wir das jetzt auch mitnehmen. Leider immer noch sehr ungleichmäßig verteilt, die Verluste. Aber wir können es nicht ändern. Wir nehmen die Verluste jetzt hin und werden jetzt hier richtig weggeklatscht. Ja. Der macht uns ordentlich Schaden. Ja, minus 45 gegen, ich weiß nicht wie viel. Also die sind jetzt tot eigentlich. Die werde ich verlieren. Ich sehe hier keinen Weg, wie wir die retten können. Obwohl, ach doch, die können hier rüber überall, ne? Ja, dann wird er uns hier rüber gehen. Nee. Ziemlich unmöglich, das zu schaffen. Ich kann halt die Einheit jetzt nicht schützen, diese Angeschlagene. Das ist mein Problem. Ich kann die hier hinstellen, aber dann wird er halt hier lang laufen und von hier unten angreifen. Und das kann ich jetzt nicht verhindern, außer ich stelle ihm eine entgegen. Kann ich die nicht austauschen? Das ist jetzt echt blöd. Ich hätte die gerne hier genau getauscht einmal. Aber das geht natürlich wieder nicht.
Wir machen es mal so. Ich glaube, die Einheit ist trotzdem kaputt. Ich ziehe die hier hin. Aber dann sind die auch kaputt. Oh, das ist echt schwierig. Na egal, wir ziehen jetzt hier hin. Und wenn er uns hier angreifen will, soll er es halt machen. Ja, er macht es. Das heißt also, wir verlieren definitiv eine Einheit. Das lässt sich jetzt gar nicht mehr vermeiden. Er hat auch zu wenig Schaden genommen, leider. Ach, Menno. So, gib mir mal die Vorhersage. Ja, wir werden die Einheit verlieren. Und wenn wir Pech haben, verlieren wir sogar beide. Gut. Dann schicke ich beide hier hoch. Dann soll er wenigstens bergauf angreifen. Oder er nimmt sich das Ding und dann soll er sich das halt nehmen. Für den Versuch ist es mir jetzt wert. So, die Schlacht wird in der nächsten Runde fortgesetzt. Meine Güte, ganz schön schwer. Ihr seht, wie stark diese Einheit ist. Da haben wir nichts zum Entgegensetzen, ne? So, Neuigkeiten von den Grenzen. Something to make our affairs more civil? I'm happy to consider what more we may do together. Moment mal, die wollen uns einen Nicht-Angriffspakt vorschlagen. Haben sie solche Angst vor uns? Aber das Problem ist ja... Also ich würde das schon gerne annehmen. Ich weiß aber nicht, wie sich das jetzt auf die Schlacht auswirkt. Das müssen wir gucken. Wir nehmen das mal an. Ich bin ja generell sehr friedfertig. Finally, something good happens. Okay. Sind misstrauisch und das bleibt stabil. Na gut, hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Und wir können natürlich immer noch nicht handeln. Genau, wir wollten Ihnen ja eigentlich umfassenden Handel vorschlagen. Nehmen Sie das denn jetzt wenigstens an? Nein. Schade, ich hätte jetzt gern schon mal Kupfer bekommen. Become friends? No way. Naja, okay, no way. I'm not sure what you're doing is such a good idea. Ah, schade, 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 dass das nicht klappt. Gut, können wir nichts machen. Die untätige Armee hier, was soll ich damit machen? Ein Patt. Ach so, die Schlacht ist schon vorbei, ne? Weil wir jetzt ja nicht Angriffspakt haben. Oh, sehr schön. Das ist unsere Einheit gerettet. Was haben wir für ein Glück gehabt, ey? Bloß. Bloß in das eigene Feld zurück und dann schön ausruhen hier. Sehr schön. Oh, wir können eine Religion erstellen. Sehr gut. Wählt die Glaubensgrundlage für euer Volk aus. Polytheismus oder Schamanismus? Plus 5 Glaube pro Anzahl an angegliederten Gebieten oder plus 1 Glaube pro Bevölkerung. Also das letzte hier, Schamanismus, das zweite ist nicht so toll, weil wir haben ja nicht viel Bevölkerung bislang in unserem ganzen Posten sitzen. Das ist nicht viel. Ich glaube, die Gebiete sind es bei uns eher. Ich glaube, wir nehmen Polytheismus. Das passt auch ganz gut zu Ägypten, wie ich finde. Wir gründen jetzt eine Religion. Und wir können sie jetzt auch umbenennen zum Beispiel. Das ist unsere Staatsreligion. Die bald hier Konvertierungen herbeiführen in 5 Runden. Weil der Feind offenbar solche Religionen noch gar nicht kennt. Oh, sehr gut. Ja, der Religionsführer ist immer das Reich mit der entsprechenden Religion als Staatsreligion, das den Großteil der entsprechenden heiligen Stätten kontrolliert. Okay. Heilige Stätten sind bestimmte Bezirke, die den Glauben der mit ihnen verbundenen Religion den Gebieten steigern, in denen sie errichtet werden. Okay. So, noch haben wir keine Anhänger und nichts, ist ja klar. Ich nenne das ja mal hier um in... Tja, wie nennen wir das? Anbeter des Sonnengottes, wenn es reinpasst. Oh, Anbeter... Oh, das geht nicht, ist zu lang. Oh, dann nehmen wir sie die Ra-Verehrer. Ich überleg's mir zur nächsten Folge und zur nächsten Staffel, Leute. Das ist mir jetzt hier zu wuchtig. Wir sind lange, lange über die Folgenzeit. Ich mache hier wirklich viel zu lange Folgen mit 35 Minuten. Euch wird's freuen, aber meinen Aufnahmerhythmus freut das nicht sonderlich, denn ich muss jetzt hier schon ein paar Folgen noch vorproduzieren, auch für die Staffel drauf. Deswegen warte ich nicht ab, sondern beende diese Runde und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Also, Memphis wächst, blüht und gedeiht. Die Ägypter bekommen ihre ersten Epochensterne bald, beziehungsweise haben ihren ersten Epochenstern bekommen. Es geht gut voran, aber wir sehen auch schon, dass das Land hier allmählich aufgeteilt wird zwischen unseren 3 Fraktionen und wir eigentlich bald auf neue
Ja, wir müssten auf neue Kontinente ausweiten oder wir müssten Krieg führen. Und das ist gegen die Jungs hier eigentlich ein No-Go. Und die anderen, die haben wir so lieb gewonnen und die uns, die Harapaner, da sehe ich eigentlich keine Kriegsmöglichkeiten, ne? Naja, schauen wir mal. Ich werde mir bis zur nächsten Staffel noch ein paar Gedanken dazu machen. Wir werden uns dann wieder hören, entsprechend nach ein paar Tagen Pause. Die Staffel, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, startet immer, ich glaube, mittwochs bis sonntags, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. In der ersten Woche ist sie aber schon dienstags gestartet, weil Humankind jetzt Dienstag am 17. August erschienen ist. Von daher guckt in den Programmkalender bei mir rein. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dann seht ihr, wann die nächsten Folgen und die Staffeln jeweils erscheinen. Okay, ja, jetzt aber auf Wiedersehen, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.